Guten Tag und willkommen zur zweiten Folge Finding Paradise. Und wir sollen ja die Akte holen aus dem Auto. Hat ja der vorzügliche Neil vergessen. Oh, komm hierher, bevor sie rausgehen. Ich habe etwas für sie. Ah, was denn? Oh, das sollte ihnen helfen. Ah, ein Funk-Patientenmonitor. Collins Herzschlagraten-Bildschirm ist jetzt aktiviert. Und wenn wir Escape drücken, dann können wir halt zum Menü. Ja, mach ich ja die ganze Zeit. Exzellent. Wenn er jetzt einen Herzanfall bekommt, einen Herzinfarkt, dann bekomme ich wahrscheinlich auch einen. Ja, weil sie dann Schiss hat. Also in To the Moon hat das ja eigentlich nie wirklich so einen Gameplay-Faktor gehabt oben. Ich habe an einer Stelle, wurde das Herz dann rasend. Weil, war halt trotzdem linear, ne? Guten Tag. Wie heißt denn der Doktor? Entschuldigen Sie bitte, aber ich kann mich nicht an Ihren Namen erinnern. Das ist schon kein Problem. Ich bevorzuge es sowieso einfach nur Doktor genannt zu werden. Gut. Was ein seltsamer Mann. Oh, jetzt habe ich also Patientenstatus. Wie geht's dem Patienten? Ja, er ist stabil. Zumindest jetzt. Wir sind bereit, um weiterzumachen. Nö, ihr müsst nur noch fertig werden. Ach, klingt gut. Ich hol nur den Papierkram aus dem Auto, während die Maschine sich einstellt. Ich esse nochmal. Ah, okay, dann. Okay, der wiederholt das nur nochmal in Kurzform. Wissen Sie, ist es eine Weile her, bevor wir uns das jetzt das erste Mal gesehen haben? Wer war nochmal der letzte Patient, bei dem wir zusammenarbeiteten? Ich glaube, es war Aubrey Jones. Und davor Raúl Pérez. Maya Green und Johnny Wiles. Was? Was? Echt? Der Typ war da? In To the Moon? Ne, Johnny Wiles war ja der aus To the Moon. Was? Der Doktor war da? Weiß ich gar nicht mehr. Oh Gott. Wow. Sie können sich einen Namen merken wie ein reifer Kürbis. Was? Was? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung sein soll. Aber ich mache das nicht so oft wie ihr. Also deswegen ist jetzt jeder Fall mir im Gedächtnis geblieben, ne? Ne, so nah beieinander, wie wir arbeiten, wundert es mich, dass wir uns nicht öfter getroffen haben. So, dann lass uns mal. Ach, das ist gar keine Pisslette, gar keine Toilette. Das ist. Das sah von außen aus wie so eine Toilette. Ich habe aber auch nie richtig hingeguckt. Hier ist eine Geige. Ein verstaubtes Cello mit ein paar Kratzern am Körper. Snooping. Schnüffeln. Ich lass lieber das Schnüffeln für Neil. Ich überlasse das lieber ihm. Er wird Zeit dafür haben, wenn ich zum Auto gehe. Ein gealtertes digitales Piano, also so ein Keyboard. Wir nennen das ja Keyboard. Das ist aber hier, ne? Bad. Kann ich das Wasser laufen lassen, ne? Ach, das. Also, ne, das finde ich jetzt echt schade, dass man hier nicht abspielen kann. Warum ist das Toilettenpapier nie am Spender? So.
Eines Tages werden sie mir danken. Mir, dem unbesungenen Helden. Aha, was ist das hier? Achso, eine Küche. Hier werden wir bestimmt noch im Spielverlauf hingelangen. So, und jetzt Überrasching. Hier bin ich wieder. Ich bin's, sozusagen. Lassen Sie ihn lieber. Störungen werden es mir nur noch schwieriger machen. Wollten Sie nicht etwas holen, bevor wir endlich anfangen können? Ich bin gleich zurück. Gibt es irgendetwas, was ich tun kann? Nein, ich hole noch etwas aus dem Auto und, Sie könnten Dr. Watts ein bisschen herumführen. Okay, verstanden. Jo, und Neil wird bestimmt schnüffeln, wie wir ihn kennen. Ein ungehobelter Sack ist er ja. Kann ich jetzt wieder den anderen Typen ansprechen. Ha! Was? Echt, wie geil. Muss ich gleich machen. Okay, da kommt keiner. Ich kann den Charakter wechseln. Wie geil ist das denn? Ja, also, ab jetzt sollte sich von alleine konfigurieren. Ja, das tut es das jetzt. Ja. Mein Geschick, mit dem einzigen Sinn, dass ich Zeit für mich habe. Aber stattdessen sollten wir lieber die Zeit damit verbringen, Informationen über den Patienten zu sammeln. Ja, okay, ich werde ein Auge auf den Patienten werfen. Lazy Eye, okay. Ja, schau du nur. Okay, die ist jetzt nicht weitergelaufen. Das heißt, ich steuere halt komplett selber. Also, es ist ja eigentlich egal, wer jetzt den Job macht. Oh, der hat anscheinend ihren Teddy wieder. Das konfiguriert sich schon. Ja. Erstmal über Colin fragen. Könnten Sie mir etwas über Ihren Mann erzählen? Wieso? Ich dachte, Sie werden in seinen Kopf gehen und selber nachschauen. Verschiedene Perspektiven könnten immer sinnlich sein. Ich weiß nicht, was ich Ihnen erzählen soll. Was ihr nicht sehen werdet. Eine griesgrämige alte Frau. Was stand da so? Eigentlich das Gleiche. Was ist mein Status? Ah, okay. Der hat da nichts anderes zu sagen. Okay, es ist keine Tour ohne einen Guide. Ne? Soll ja auch eine Room-Tour sein und so ein Guide und ach ja. Irgendetwas, was ihr womit ich helfen könnte, Doktor? About Colin? Also, jetzt wo wir in den Kopf ihres Vaters steigen werden, würden ein paar Hintergrundinformationen ganz hilfreich sein. Er ist ehemaliger Pilot und er war gern unter Menschen.
Er hat immer hart gearbeitet, um seine Familie zu ernähren. Von Grund auf und hat sich immer Zeit für uns genommen. Aber in letzter Zeit... Ja, was denn? Ja, wahrscheinlich ist das nichts Besonderes in diesem Alter, denke ich. Also, schauen Sie, ich schreibe nicht gerne die Grabsprüche, bevor jemand tot ist. Warum führe ich sie nicht ein bisschen herum? Das ist doch eigentlich eine gute Idee, oder? Vielleicht hilft das. Sehr schön. Das erspart mir das Fragen. Retired Pilot. Und Ash ist jetzt in der Party. Der Sohn von Colin und Sophia. Jo. Ich dachte schon, der bleibt hier. Die Anspielung ist so geil. Mein Gott. Was? Mein Gott, ey. So. Ist schon gut. Ich mach das schon. Okay, hier sind zwei Sachen, die man anklicken kann. Ach, ich nehme erst das Piano. Nee, erst die Geige. Geigen sind cooler. Ja. Ach ja, Cello, was weiß ich. Ja, das ist das alte Cello meines Vaters. Er hat früher sehr viel damit gespielt. Sieht so aus, als hätte man es lange Zeit nicht angefasst. Ja, es hat ihm auch... er hatte Beschwerden am Handgelenk. Und, normalerweise spielt er nur die Scales, was auch immer das ist. Und es ist nicht wirklich eine Musik, die man schön findet. Erstmal schauen. Achso, ja, okay. Und spielt er das auch? Nein, das gehört meiner Mutter. Sie hat mich damit immer zum Schlafen gebracht in den alten Tagen. Ja, wir haben immer unser... Ja, jeder von uns hat sein Schlaflied. Meines ist Beethovens Fünfte. Muss ich mir jetzt mal angucken, weil ich kann nicht mehr, welches Lied das ist. Wenn ich es höre, dann ne, auf jeden Fall. Was? Wo ist der? Ich bin gar nicht hochgelaufen. Das muss ich natürlich gleich nachholen, aber erstmal... Okay, da ist der Computer. Aber vorher sollte ich mal schauen, ob etwas draußen ist. Nö. Ein nettes Stück. Ja, das gehört meinem Vater. Ich glaube, das erinnerte ihn an seine an seine Tage, wo er übte, solche Dinger zu fliegen. Ich glaube, die Stimmen von denen mache ich viel so ähnlich. Ich werde das ein bisschen extremieren, damit man besser unterscheiden kann. Ich wollte eigentlich den hier, den Asher, ein bisschen schwul sprechen und Neil halt wie so ein überheblichen Snob. Sind diese nicht aus den Tropen? Ich weiß es auch nicht besser. Meine Mutter pflegt sie.
Und wir haben die schon so lange ich denken kann. Ich glaube, das ist eine Art Familientradition. Hibiskus. Das Hochzeitsbild deiner Eltern, ihrer Eltern, ne? Ja. Ich erinnere mich daran, dass ich damals wahnsinnig peinlich berührt war bei dem Anblick dieses Fotos. Aber ich glaube, es ist eigentlich ganz, ganz nett, dass sie es hier hängen lassen. Was? Keine Ahnung. Was? Dafür gibt es jetzt keine Notiz? Okay. Okay. Eine Wohnung mit zwei Etagen erinnert mich an einen Doppeldeckerbus. Aber das meiste hier ist ziemlich heruntergekommen und bedarf viel Arbeit. Deswegen haben wir ein bisschen es zu einem Lagerraum funktioniert. Mir tut die Unordnung hier leid, aber es sieht so aus, als hätten meine Eltern hier ein bisschen aufgeräumt oder waren gerade dabei. Ein verblichenes Poster von einer tropischen Insel, umgeben oder umschlossen von einer Lagune und einem Riff. Schaut aus wie derselbe Ort auf dem Gemälde des Schlafzimmers. Okay, kann ich nicht anmachen. Was ist das denn? Wie Gebeine? Keine Ahnung. Books und Appliances? Keine Ahnung. Also Bücher und Applianzen? Nee, weiß ich nicht. Oh, sieht's aus, als hätten sie eins vergessen. Ein Buch liegt hier noch. Ah, ich erinnere mich an das Buch. Das liegt hier schon seit einer Weile. Ah, mein Vater hat es zugeklebt. Ich glaube, er wollte es nicht wegschmeißen. Zugeklebt? Echt jetzt? Ja. In der Tat, zugeklebt. Er wollte wohl nicht, dass irgendjemand das liest. Hä? Ja, normalerweise würde ich sagen, das ist Privatsphäre, aber immerhin sind sie ja hier und ich weiß nicht. Ja, natürlich, anschauen. Der Wissenschaft und unseres Klienten. Ach du heilige Scheiße! Was ist? Nichts. Hä? Wortwörtlich nichts. Es ist nur ein Haufen weißer, verknitterter Papiere. Und sieht so aus, als wären sie nur angeklebt am Buch. Also nicht gebunden. Das ist seltsam. Das liegt hier schon seit Jahrzehnten. Vielleicht ist schon alles verblichen, was da einmal war. Denke ich. Wie auch immer. Ich kann damit nicht mehr viel anfangen. Lass uns woanders schauen. Interessant. Mit weißen. Also, es gibt da noch etwas, was ich Ihnen sagen sollte, worauf Sie sich gefasst machen sollten. Was?
das? Ich wollte mich da noch umgucken. Das ist das Familienalbum. Es reicht sehr weit zurück. Ach, danke. Es ist nie zu spät, es ist nie zu früh, sich für eine Oma zu fühlen. Ich werde mal meinen Vater schauen. Meine Kollegin wird auch bald zurück sein. Also sollte ich die Maschine auch fertig bekommen. Aber ich werde mir erst das Buch anschauen. Ach, die Musik ist so schön. Okay, da waren die noch ziemlich jung, ne? Da picknicken die erst und da ist ein Kind. Das ist anscheinend Asher. Und da sind die ganz glücklich. Da geht er gerade zur Schule. Und er wird immer älter und anscheinend machen die da Späße. Und irgendwie gefällt es dem Kind nicht. Oder hat er seinen Abschluss, irgendwie spielt er Fußball. Und verliert Blätter. Verliebt sich dann anscheinend? Oder ist die Mutter? Moment, nochmal gucken. Nochmal zurück. Also was? Nee, da ist er ja jung. Ne, da ist Asher jung. Also hier wird er älter. Das heißt, es geht voran in der Zeit. Achso, ich bin so blöd. Das ist der Vater. Ich bin so blöd. Okay, gut. Ne, also da... ab hier Szenenwechsel. Das ist die Mutter, die spielt. Und hier spielen die so zusammen Musik, ne? Das war's. Okay, das war wohl alles, was wir bei Neil machen können. Und jetzt müssen wir mit Eva weitermachen. Und jo, hier ist das kleine Mädel mit ihrem Teddy. Hey, du hast deinen Teddy zurückbekommen. Ja, eine nette Frau mit einem braunen Kleid hat es aus dem Teich gezogen. Swoop? Was heißt denn Swoop? Erstmal schauen, ey. Also Wörter, die ich nicht kenne. Geschnappt. Ja, mit einem Schwupp. Swoop. Sturzflug. Ja. Sie hat nicht einmal das Wasser angefasst. Ich sag mal lieber deinen Eltern, dass sie auf deinen Zucker achten sollen. Also, iss nicht so viel Zucker. Potato? Was? Potato. Meint sie Rotate? Also, Mama hat gesagt, wenn ich mich langweile, dann soll ich potieren. Potato heißt ihr. Und ich bin am Portieren. Rotieren, ne? Ich denke mal, dass es eine Anspielung an Rotieren ist. Oder keine Ahnung. Yay. Warum heißt die Potato? Muss man das verstehen? Das ist so komisch. Na, schon erledigt? Er ist doch nicht in ihrem Arm gestorben, oder? Nein, ich habe nur etwas vergessen, aber ich bin mir sicher, ich glaube nicht, nein, wird schon nicht sein. Ich hoffe nicht, so, das wollte ich eigentlich sagen. Mein Gott. Ah, das war so eine Klingel, jetzt verstehe ich das. Oh, ja, mit so einem Monitor, ne? Wenn man da klingelt, dann kommt Monitor. Ach, ne, da ist doch diese Frau mit braunem Kleid. Nee, das ist kein Kleid, das ist eine Hose. Bonnie. Und wer ist am Recken? Und wer stirbt, meine Liebe? Entschuldigen Sie, meine Dame? Gnädige Frau? Der Anzug und da das Schild ist halt von Sigmund. Und wenn ihr hier seid, dann... Ja, dann ist hier meine Zeit gekommen.
Colin Reeds. Kennen Sie ihn? Ach ja. Stroll, okay. Was heißt das? Ah, okay. Ja, wir sind immer mit Ihnen spazieren gegangen, jeden Tag. Ich hoffe, Sie machen das Beste draus und helfen ihm, meine Liebe. Sie scheinen ja sich mit seinem Schicksal abgefunden zu haben. Ach ja. Wenn man erlebt, dass alles um einen herum stirbt, dann wird es immer schwieriger. Also dann gewöhnt man sich dran. Aber Sie sollten das doch eigentlich wissen. Ach ja, es wird immer kälter. Und deswegen hat man Jacken. Meeting? Mein Gott, jetzt muss ich aber echt viel nachschauen. Strecken. Ja, ich will zwar keine Klischees erfüllen, aber ich habe letztens erst für meine Enkelin eine Jacke gestrickt. Ich kann dir nicht viel tun in meinem Alter, aber ich kann sie zumindest vor der Kälte schützen. Ja, wieso denn nicht, ne? Ich meine etwas. Ja, ja, ja. Nicht die ansprechen, nö. Moment. Okay, aber die Rebel Doll ist auch nicht mehr drin. Hätten sie halt jetzt den Schlüssel vergessen, das wär's ja. Hallo? Wahrscheinlich. Oh, ich kann nicht steuern. Wieso hat sie hier aufgemacht? Oder wer hat das gemacht? Achso, sie hat überall gesucht. Die Akte ist auch nicht im Auto. Ach, dieser Doofi. Hat sie bestimmt wieder im Büro gelassen. Wie hieß die nochmal? Ah, das ist diese Winters. Eva! Roxy, immer noch im Büro? Ja. Ich warte gerade auf den Aufzug. Was? Aber du rufst immer an. Not that you'd understand with it opening instantly for you every time. Ach so. Ja, du kennst das ja nicht. Für dich öffnet sich der Aufzug immer automatisch. Was? Das ist nur ein Mythos. Ich warte auch auf die Aufzüge. Ne, weil der Spieler, der kann ja sofort den Aufzug aufmachen lassen. Oh Mann, man muss ja nicht warten wie im echten Leben. Und letztes Mal war es doch so. Der Aufzug ist sofort gekommen und die Tür hat sich geöffnet. Ja, also entweder bist du unglaublich hast du unglaublich viel Glück oder verflixt nochmal. Neil hat die Akte des Patienten vergessen. Kannst du uns helfen? Okidoki, Pukiloki. Gib mir nur einen Moment. Und? Mission erfüllt? Neil, die Akte war nicht im Auto. Scheiße. Ich habe sie wohl im Büro vergessen, nicht wahr? Ist schon okay. Ich habe Roxanne angerufen. Sie will sie schon finden und und sie uns rübersenden. Oh, ja. Mein Büro ist abgeschlossen. Aber sie könnte im Drucker in der Lobby nachschauen.
Ja, ja, wird sich schon erledigen. Ich melde mich gleich wieder. Und? Hast du sie gefunden, Rox? Ja. Es war auf Nils Tisch. Was? Moment, wie ist die da reingekommen? Ins Büro? Ich dachte, er war abgeschlossen. Coole Bohnen und, ja, coole Sache, Alter. Und, schick's mir einfach rüber und... Moment. Nils Tisch? Du bist in Nils Büro? Ja. Du hast mir doch gesagt, ich soll die Akte holen, nicht wahr? Ja, aber Nils sagt, seine Tür wäre abgeschlossen. Oh, ja, aber eine Mädchen hat halt so ihre Geheimnisse. Führ weiter aus. Nicht so, du Dummerchen. Ich hab bloß seine elektronische Türsicherung gehackt. Ja. Oh, okay. Scannen Sie mal einfach rüber, ja? Okay? Ja, ja. Warum? Warum bekommen wir das jetzt gezeigt? Ich meine, das muss ja einen Grund haben. Das ist ja nicht einfach so. Und warum ist die da drin? Ja, das wirkt irgendwie komisch. Und was macht die da? Hä? Was? You guys got everything else you need. Ihr habt alles, was ihr braucht. Okay, ich bin gerade verwirrt. Stellt gerade die Maschine ein. Und wie ist das Wetter da draußen? Hä? Ist das Wetter gut, um eine Spritztour zu unternehmen? Oh Gott, die Übersetzung manchmal von mir. Es ist nicht schlecht, es ist ganz okay, das Wetter, Nitu, was? Ich fahr gleich zu euch und gebe euch die Akte in Persona. Warum? Scannen Sie doch einfach und das spart Zeit für uns beide. Ja, aber wir haben keine anderen Patienten heute und es ist so langweilig hier. Ach, wie auch immer. Sorg dich nicht, Ich komme schon an, bevor ihr bereit seid. Wir sehen uns. Roxy. Fahr vorsichtig. Was? Die ist aber komisch, diese Roxanne. Hey, aber jetzt mal echt, was will die? Hä? What the fuck? Oh, schon eine halbe Stunde, eieiei. Ein bisschen länger, als ich eigentlich wollte. Schon eigentlich so 30 Minuten. Und, ist alles bereit? Jupp. Yep. Und, wo ist die Akte? Hat Rox und uns die Scans geschickt? Sie sagte, sie kommt herüber und will sie uns persönlich geben. Was? Wieso? Keine Ahnung. Sie sagte, ihr wäre langweilig und... Aber irgendwas hat sich seltsam angefühlt. Was ging kam man ab? Was vergurkt? Was soll das heißen? What the fuck? Was sind das für Begriffe? Keine Ahnung, man findet auch nichts.
Dazu, wenn man das googelt. Moment, ich google mal die exakte Reihenfolge, die Zeichenabfolge. Oh, 203 Treffer. Also entweder ist das so ein Begriff, den man nur in so zwei Dörfern irgendwie in Amerika sagt oder keine Ahnung. Also, ne, sie ist halt wahrscheinlich ein bisschen komisch im Kopf. Sie ist vergurkt im Kopf. Ein wenig vergurkt. Ja, das kommentiert er auch so. Wow, Sprache, Eva. Wie auch immer. Ich finde, wir könnten auch in der Zwischenzeit anfangen. Dein Helm ist da drüben. Auf dem Recliner, was auch immer ein Recliner ist. Aber, hey, warum kommt jetzt in persönlich, was soll das? Das ist so seltsam. Ach ja, Savi. Oder ist das vielleicht die... Nee, ist nicht die Uhrzeit, ich bin so blöd. Okay, gut, doch nicht hin. Ich habe noch nie ein... Ah, okay. Ja, ich habe ja ein bisschen mit Sony Vegas herumgespielt, könnte man sagen. Ah, weil ich etwas in der letzten Folge verkackt habe. Aber ich habe es noch gerettet. Also, ja. Okay. Ich muss dringend kacken. Ich würde sagen, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Also, es ist ja unheimlich cool gerade. So, er hat nicht aufgehört, mit seinem Herz zu schlagen. Ich habe gerade nur rausgetappt und deswegen ist stehen geblieben. Moment, zeige ich gleich nochmal. So, ja. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Stirbt nicht. So, also, bis dann.